Gut, dann schauen wir doch gleich mal, was da unten abgeht. Der Gerrit und der Thorsten. Habt ihr hier was Größeres heute noch vor? Ja, wir bauen gerade das Beleuchtungsset auf gleich für den Chili und die Feuerbrücke, aber dafür brauchen wir ja noch kein Licht. Ja. Das Falz ist dunkel hier. Ja, und meinen Topf brauchst du nachher. Genau. Ach, die Feuerbrücke brauche ich gar nicht aufbauen. Wieso? Mach gerne. Mach doch mal. Ja, ist sie das? Ja. Aber ich muss eigentlich jetzt dem Thorsten kurz noch helfen, wenn du eine kurze Pause hast. Ja, ja. Schreist halt dann komme ich wieder. Zigarettenlänge. Er wird entlastet, die wird aufgebaut. Und dann steht der Tisch auch gerade vielleicht, ne? Ja, ist so gut. Muss ganz genau eingefädelt werden, weil sonst passt es nämlich nicht. Habe ich festgestellt. Schauen wir mal, ob wir die über die Feuerstelle schön drüber kriegen. Dass wir da auch einen festen Stand haben. Sucht euch irgendwo einen richtig schönen Stand. Da müssen wir gucken, ob wir die irgendwie ein bisschen versenken können. Hatte nicht jemand hier eine Axt dabei? Ja, habe ich. Du hast es. Wunderbar, dann können wir die nämlich mit der Rückseite ein bisschen reinklopfen. Ja. Also, die Feuerbrücke steht, wir haben sie ein bisschen versenkt. Gut, in der Richtung ist klar, dass es ein bisschen wackelt, aber die Töpfe wird das Ding mit Sicherheit locker aushalten. Hier hinten haben wir einen Drohnenflieger. Ich höre es irgendwo surren. Ah, da fliegt sie. Und die Drohne. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Da ist sie. Da hoffe ich doch, dass ich dann die Aufnahmen zugeschickt bekomme. Hurra, hurra, ein FT-18. Ach, das ist ja meiner. Ja, nochmal vielen Dank an Peter Max. Den haben sie uns hier zur Verfügung gestellt. Extra für GMF, damit wir auch die ganzen Leute hier satt kriegen. Ja, und da wird jetzt nachher dann das Ganze, was die zwei hier auf der Feuerplatte vorgebrutzelt haben, dann in den Dutch-Ofen reinkommen. Jetzt hätte ich ja fast noch vergessen, dass wir vom Black Barbecue auch noch ein paar leckere Soßen bekommen haben. Soll hier an, den ihr haben wollt, und dann legen wir los. Ne? Also, weil wir haben wirklich so viel Fleisch da, die wurde schon auf der Hinfahrt gesagt, wir haben Fleisch bis Mittwoch, wir müssen verlängern. Also deswegen, dann hau euch gerne ein Zwischengericht raus. Ja? Ich hatte gerade die Lust gehabt, ja? Kein Thema. Danke, Prof. Überlegst. So, Freunde, hier in der Küche wird schon gearbeitet. Schatzi ist es. Schauen wir mal, was sie da macht. So, mein Schatz, was schnibbelst du hier Feines? Das, was Mama auch geschafft hat. Also, mein Schatz schneidet hier jetzt gerade das Nackenfleisch für unsere Schaschlikspieße. Heißt das Nackenfleisch bei euch oder Schweinehals? Schweinehals, Nacken ist ja dasselbe. Jacke wie Hose. Jacke wie Hose? Ihr sagt doch bei euch Schweinehals. Ja, darf ich jetzt gleich gar nichts mehr machen? Ja, dann mache ich halt wieder einen auf Film. Film. Ja. Kameramann heißt es, genau. Filmmann. Ja. Alle Zutaten hier herin. Frisch. Was ist jetzt alles mit drin? Also, wir haben Schweinefilet angebraten, wir haben blanchierten Spargel hinterher nochmal angebraten, wir haben Champignons angebraten, Zwiebeln angebraten. Das Ganze mit Sauce Bernaise lassen wir jetzt einmal aufkochen und sobald das jetzt Blasen wirft, so wie jetzt, Essen fassen. Ja, geilomat. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, 3000. Ich hoffe, es schmeckt. Mit Sicherheit wieder ein gültiger Versuch. Das entscheidest du. Seid ihr hier fertig? Ja! Dann können wir ja am Professor jetzt endlich eine Kelle geben, dass er uns das Filet Bernadette
Serviert. Dann krieg ich die erste Portion oder was? Bitte schön. Ja, obwohl, du machst zwar große Sachen, aber ich glaube, das ist jetzt doch ein bisschen übertrieben. Ja, ich habe Angst vor Reason Rate. So. Also, lasst es mir schmecken. Ja, den von meinem Tellerchen essen. Das ist super. Gut, dass man immer Werkzeug dabei hat. Während die noch Essen fassen, werde ich hier gleich mal schnabulieren und der Probiererle machen. Jo, mit frischem Spargel schmeckt es schon mal definitiv noch besser. Eine Applaus, eine Bratwurst. Definitiv zum Reinknien. Lecker. Sehr, sehr lecker. Hammer, Leute. Der Topf war randvoll und jetzt ist bloß noch der Boden ein klein bisschen bedeckt. Also, was sagt uns das? Sehr, sehr geil und lecker. Hey, Prof, hast du gut gemacht. Dankeschön. War richtig lecker. Guck mal, da hinten raucht es schon. Ja, Wahnsinn. Ja, da ist das Hollywood-Studio schon aufgebaut. Ja, schauen wir mal. Hollywood-Studio. Die übertreiben hier ja fast schon wieder mit der Filmerei. Drei Lampen gleich. Naja, es wird auch dunkel nachher. Das Feuerchen brennt schon. Ja, und dann werden wir heute auch noch die Feuerbrücke im Einsatz sehen. Ich glaube, das wird nochmal ein leckeres Ereignis. Ja, und auf einmal wird es hier ganz still. Ich habe jetzt gesagt, ich mache jetzt endlich hier mal meine Begrüßungsrede. Ganz herzlich willkommen allesamt. Insgesamt sind wir 30 Personen. Ich werde hier tatkräftig unterstützt, beziehungsweise... Ja, genau. Der Professor ist natürlich auch mit dabei. Der hat uns auch gut geholfen und unterstützt. Der Hauptverbrecher, sage ich jetzt einmal, kommt nicht vor die Cam. Das ist unser Alexander. Ohne den würde ich dieses Treffen hier jetzt gar nicht geben. Drum einmal einen kurzen Applaus für den Alexander. Also ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, aber er ist in Ekstase. Ja. Also James Brown nach der dritten Zugabe ist ein Scheißdreck, der Junge. Er hat mich darauf angesprochen, er hatte hier auf Zugriff einfach und hat mich darauf angesprochen, hey, wie schaut's aus? Wollen wir was machen? Und ja, daraus hat sich GMF entwickelt. Grillen mit Freunden. Nicht, dass einer denkt, es wäre eine Krankheit. Ja. Es freut mich, dass ihr alle gekommen seid. 30 Leute insgesamt. Hätte man eigentlich schon fast gar nicht geglaubt, dass es doch so viele noch werden. Einer ist leider heute noch abgesprungen. Der hat noch arbeiten müssen. Schade. Ja, was soll ich noch viel sagen? Wir trinken auf ihn. Wir trinken einen auf ihm, auf ihn. Darf man den Namen überhaupt sagen?
Jetzt muss ich schon wieder überlegen, wie er überhaupt... Also dazu, du hast ja eine innige Beziehung. Der Nika hat's nicht mit Namen. Nein, ich hab's absolut nicht mit Namen merken. Wie heißt du? Horst. Ey, so heißt mein Papa. Keine Witze. Ich hab doch nur gesagt, ich heiße Horst. Der Matthias. Matthias, wir trinken einen auf dich mit. Moment, Moment, Moment. Prost. Der ist auf dich, Matthias. Ich darf nicht. Selber schuld. Dann, ihr werdet es ja mitgekriegt haben, Pedro Max hat uns unterstützt, hat uns zusätzlich hier noch Töpfe zur Verfügung gestellt. Ja. Einen haben wir schön eingeweiht, den FT18. Ja, ja, der ist schon voll in Benutzung gewesen. Von Mac Briquette haben wir jede Menge Kohlen bekommen. Es wurden auch noch selber Kohlen mitgebracht. Diese, wie heißen? Marabu. Die Marabu, auch vom Mac Briquette. Welch ein Zufall. Und ja, damit werden wir das Wochenende arbeiten. Da hinten geht es nachher gleich weiter. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß hier. Du kriegst eine Anweisung von der Seite. Oh ja, da war doch noch was. Bevor ich es nämlich noch vergesse. Wir haben dann noch einen edlen Spender gehabt. Hachenburger. Das ist hier eine ortsansässige Brauerei. Vielen Dank von euch auch dafür. Ein toller Ort übrigens. Ein Radler, darfst du einen Radler trinken? Nein, gar kein Alkohol. Auch mein Aber Hachenburg kann ich total empfehlen. Die haben nämlich ein super Schützenfest. Und da tritt ab und zu der Heino auf mit seiner gesamten Kapelle. Das ist sensationell und man darf innen drin noch Bier trinken und rauchen. Also, Hachenburg Schützenfest, Bombe. Okay, dann eröffnet haben wir es ja hier eigentlich im Prinzip schon. Und Black Barbecue hast du vergessen mit den Grillsoßen. Black Barbecue. Black Barbecue Barbecue-Soßen haben wir auch noch zur Verfügung gekriegt. Und Dolly. Dolly-Soße, aber Mensch, ich vergesse fast alles wieder. Dolly-Soße haben wir noch zur Verfügung gestellt gekriegt. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich habe keine Ahnung, von wem du dich hast. Ich habe mich kaufen lassen. Ich habe mich nicht kaufen lassen. Ich nur unterstützen. Ich habe nur gesagt. Nein. Das Treffen ist so aufgebaut, dass wir eigentlich hier keinen Verdienst dran haben. Ich glaube, das ist allein schon bei der Fleischmenge, was wir haben hier, klar. Leute, 70 Kilo auf 35 Teilnehmer. Leute, haut's rein, habt Spaß, Attacke. Und wer kotzt, putzt. Genau. Gebt euch alle eine Fleischvergiftung, besser als Alkoholvergiftung. Und ja, schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid. Auf unsere Gäste, oder? Auf unsere Gäste, schön, dass sie gekommen sind. Haben wir das nicht schon gesagt? Nein. Ich weiß nicht, ob die gekommen sind. Oh, jetzt wird es aber. Schön, dass ihr da seid. Ja! Da dachte ich schon, für den schlechten Humor bin ich zuständig. So Leute, und da gehen wir jetzt runter. Wir crashen denen das Video. Wieder mal.